Porter aus NBA verbannt. Jonte Porter von den Toronto Raptors ist lebenslänglich aus der NBA verbannt worden. Wie die Liga mitteilte, haben Untersuchungen ergeben, dass Porter vertrauliche Informationen an Wettspieler weitergegeben und selbst auf NBA-Spiele gewettet habe. Es gibt nichts Wichtigeres, als die Integrität der NBA zu schützen, machte NBA-Boss Adam Silver in einem Statement klar. Deshalb würde der 24-Jährige aufgrund der Verstöße gegen die Wettrichtlinien der Liga mit der härtesten Strafe belangt werden. Porter hatte sich in Spielen der Raptors mindestens einmal absichtlich auswechseln lassen, um seinen bekannten Wettgewinne zu ermöglichen. Als die ungewöhnlich hohen Gewinne von Vertretern der Wettbranche registriert wurden, traten diese an die Liga heran, um ein Verfahren einzuleiten. Die NBA teilte außerdem mit, dass die Untersuchungen in diesem Fall noch nicht abgeschlossen seien. Sixers buchen Playoff-Ticket. Die Philadelphia 76ers haben die Miami Heat in der ersten Runde des Play-In-Turniers mit 105:104 besiegt und stehen somit in den Playoffs. Matchwinner bei den Sixers war Nicholas Batum, der unerwartet 20 Punkte auflegte. Joel Embiid hatte zwar lange Schwierigkeiten, kam aber zum Ende des Spiels ins Rollen und verwandelte wichtige Würfe in der Crunch-Time. Mit dem Sieg treffen die Philadelphia 76ers in der ersten Playoff-Runde auf die New York Knicks. In der zweiten Play-In-Partie setzten sich die Chicago Bulls ohne große Probleme gegen die Atlanta Hawks durch. Beim 131:116 Sieg spielte vor allem Coby White überragend auf und erzielte 42 Punkte und 9 Rebounds. In der Nacht von Freitag auf Samstag kämpfen dann die Bulls mit den Miami Heat um den letzten Playoff-Platz in der Eastern Conference. Butler verletzt sich am Knie. Jimmy Butler hat sich bei der Niederlage gegen die Philadelphia 76ers wohl schwerer am rechten Knie verletzt. Der Miami-Star verletzte sich bei einem Layup-Versuch, nachdem Sixers-Forward Kelly Oubre Jr. auf seinem Knie landete. Butler spielte zwar bis zum Ende weiter, konnte aber in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel ausrichten. Im Moment wissen wir nicht, wie schlimm es wirklich ist. Das werden wir dann herausfinden, wenn er zurück in Miami ist, sorgte sich Headcoach Eric Spoelstra um seinen Star. Wie The Athletic Insider Shams Charania berichtet, besteht der Verdacht auf einen Innenbandriss im rechten Knie. Ob der 34-Jährige also beim Play-In-Spiel gegen die Bulls nochmal spielen kann, ist mehr als fraglich. Update zu Giannis' Verletzung. Laut einem Bericht von Adrian Wojnarowski scheint Giannis Antetokounmpo den Start der Playoff-Serie gegen die Indiana Pacers zu verpassen. Demnach würden sich die Milwaukee Bucks darauf vorbereiten, die ersten Spiele ohne ihren Superstar zu absolvieren. Der Grieche verletzte sich im Spiel gegen die Boston Celtics ohne gegnerische Einwirkung an der Wade und verpasste dadurch die letzten drei Spiele der Regular Season. Die Bucks machen sich dennoch Hoffnung darauf, dass der 29-Jährige im Laufe der Serie aufs Parkett zurückkehren wird.